Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Might & Magic Book One. Wir sind quasi abreisebereit für unsere letzte Aufgabe, nämlich in die Astralebene zu gehen und dort irgendwas zu tun. Five different locations, genau, das wären diese, wir haben ja schon einen von diesen gefunden, diese Astralprojektoren. Davon haben wir ja schon einen gesappt oder eingeschaltet, was auch immer, das müssen wir wahrscheinlich noch für die anderen auch machen. Und dann brauchen wir eine Keycard und dann passiert irgendwas. Dann gehen wir mal. Rasten wir. Bereiten uns vor. Und benutzen unseren Diamond Key und gehen damit in die Astral Plane, ja. Genau, da waren wir schon. Würde ich sagen, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Es ist wirklich ein bisschen, also das ist, hier funktioniert aber Location, ne? Nee, auch nicht, okay. Also, das macht die ganze Sache dann doch sehr unangenehm. Wir haben ja ein Level mit Illusionswänden sozusagen. Oder näher nicht Illusionswänden, unsichtbaren Wänden, das ist das Wort. Manche sind One-Way, manche nicht. Wir können, ich glaube, hier nirgendwo rasten. Wir haben teilweise Anti-Magie. Wir haben keine Location-Möglichkeit, also keinen Square-Side. Und müssen hier mindestens fünf verschiedene Orte finden. Das macht das Ganze ziemlich lästig. Wir haben allerdings, wieder sehr fair, keine Spinner oder Teleporter. Wir werden deswegen jetzt einfach mal hier so alles abgehen. Da ist eine Barrier, da ist auch eine Barrier. Da wollen wir hin. Wie kommen wir da hin? Kommen wir da hier hin? Nein. Kommen wir da hier hin? Ja. Okay, da mussten wir einen unsichtbaren Schlangengang nehmen, quasi. Ja, natürlich. Astral Projector 5, Zap. Okay, er teleportiert uns wieder weg. Weil wir jetzt keine Lust haben, da jedes Mal wieder hinzulatschen, benutzen wir einfach den Astral-Zauber. Und jetzt sind wir hier. So, also ich notiere mir das mal. Wir haben A1. Astral Projector 1 haben wir. Dann A-Nummer. Stand da eine Nummer? Fragezeichen. nicht gelesen. Ist ja gut. Ich weiß auf jeden Fall ungefähr, wo er war. Müssen wir das? Hier waren wir schon mal. Was passiert, wenn wir nochmal hingehen? Okay. Zappt uns einfach wieder. Okay, da gucken wir hier mal ganz am Rand lang. Okay. Okay, das ist Nummer 3.
Achso, ja. Ich weiß nicht, ob wir die in Reihenfolge ablaufen müssen. Es könnte sein, was slightly annoying wäre. Erstmal können wir noch ein bisschen Karte aufdecken hier. Oh, Kämpfe gibt's hier auch. Okay, können wir retreaten? Nope. Wieso sind die denn hier reingekommen? Die haben ja keinen Diamond Key. Obwohl, der Magier hat vielleicht der Astral-Spell. Ja. Ist denkbar. Okay, da haben wir was. Wie kommen wir da hin? There's a small slot in the door. Keycard is rejected. Okay, also unsere Keycard funktioniert noch nicht, weil wir sie noch nicht überall aufgeladen haben. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Und unsere Stirnen müssen wir wieder eine ganze Menge aushalten. Okay, bitte sehr. Achso, ja, gut. Na gut, dann können die Enchantresses ja nichts machen. Schlagen wir sie trotzdem tot. Dann können wir ja auch nicht Cure-Dings. Funktioniert dann ja logischerweise auch nicht, ne? Doch, das funktioniert. Okay. Funktioniert noch nicht in Kämpfen. Interessant. So, hier haben wir Nummer 4. Hier können wir rasten. Okay, dann fehlt uns noch ein weiteres Ding. So sieht es bisher aus. Da würde ich ganz gerne hin. Okay, da können wir. Von hier rein. Also vom Prinzip, es ist auch nicht, wenn man es denn kartiert hat, nicht allzu kompliziert. Es gibt nicht allzu viele verschachtelte Wege. Also es gibt ein paar Gabelungen, aber danach sind die Wege relativ linear. Es ist also alles in allem sehr fair. Also es ist bei weitem kein Bartzell 2, was gut ist. As Objector 2, Zap. So, jetzt haben wir 2, dann war das andere offensichtlich 5. Den ich mir nicht gemerkt habe. So, 6, 7, 1. So, jetzt müssen wir irgendwie. Wie sind wir da hingekommen? Bloß ab.
Okay. Wir sind hier hingekommen. Ich glaube so. Einmal außen rum. Ja, da wollen wir hin. Okay. Keycard is accepted. Sehr schön. The metallic room is dimly lit by pulsating white glow. Okay. Huhuhu. Schöne Grafik. Also, nicht wirklich, aber gut. A metallic panel slides open, revealing a mysterious man in a white coat. Press space to communicate. Press F to pay respects. Also, press space to communicate. Inner Sanctum, hurra! In a serene voice, the data keeper says, "Welcome to your inner sanctum, Wandlings. I'm very pleased that you've made it this far. You are to be commended. I've been monitoring your progress." Turning to the strange mechanical device, he inserts a flat object into a slot. Your party's current performance total, 428.960. Okay, weil sonst waren es bei Might & Magic immer Millionen, die rauskamen. Also, aber wir haben auch sehr viel Zeit gebraucht. Ne? Also das hat sich sicherlich nicht positiv darauf ausgewirkt. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie da die Größenordnungen sind. Und außerdem ist es völlig egal. Ich meine, das ist ein Rollenspiel, das spielt man nicht für den Highscore. Also jetzt mal ehrlich. Aber es war eine ganz nette Idee, weil man das ja auch an New World Computing senden konnte. Ja, da. Please send your performance total to New World Computing. Ich frage mich, ob die damals so Listen veröffentlicht haben von den verschiedenen Partys, wer wie gut war. Weil es gab ja kein Internet, man konnte das ja nicht einfach so mal kurz ins Netz stellen. Ich meine, theoretisch gab es, gut, es gab die Vorläufer. Ich meine, technisch gesehen gab es das Internet schon, ja, aber es hat keiner benutzt. Vielleicht haben sie das auf irgendwelche, weil haben sie auch Magazine herausgegeben, glaube ich aber nicht. Sie haben es mit Sicherheit nicht in anderen Magazinen veröffentlichen lassen. Also vielleicht haben sie da so ihr eigene, weiß ich nicht, Bulletin Board gehabt, wo sie das veröffentlicht haben. Vielleicht aber auch einfach gar nicht. Ist auf jeden Fall, naja, ist halt Might & Magic. Excellent Rating. Ist das unterschiedlich oder sagst du das immer? This is a rare occasion for only a privileged few are given the opportunity for transfer to another VAN. Vehicular Astroport Research Nacelle. Okay, das verstehen wir natürlich als Eingeborene sofort und wissen, was gemeint ist. Angesichts der Tatsache, dass hier noch sehr viel Platz ist, fällt mir gerade auf. Könnte es natürlich sein, dass der Score auch noch sehr viel größer sein kann, aber gut. Eigentlich müssten jetzt alle unsere Köpfe explodieren, ne? Jetzt mal so, also wegen another war, ja, wir befinden uns auf einem Raumschiff. Okay. Aber das, wir sind da Stoiker. We turn now to the Inn of Sorpegal for rest and celebration. Then continue on to your new assignment at the gates to another world. Ja, da müssen wir noch hin, stimmt, hab ich ganz vergessen. Plus 5000 Erklärungsfeuer Accomplishment. Okay, sehr schön. Okay. Yes. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch so. Ich meine, das Levelaufsteigen sparen wir uns, was wir jetzt alle nochmal wahrscheinlich 12-mal können. Ich gucke mal kurz nach. Okay, 4 Level. Ja, also zwischen 2 und 4-mal können wir noch aufsteigen. Muss ja jetzt nicht sein. Wo waren denn die schönen Gates? Die waren in B1. Da oben. Congratulations, distinguished travelers. The gates are now open to you. In order to pass through, you must first find Might & Magic Book 2. Haha, bitte kaufen Sie das Nachfolgespiel. Ja, das war Might & Magic Book 1. Wir haben den Imposter exposed. Wir haben den König wieder in Amt und Würden gebracht oder in seine Machtposition. Jetzt kann er
Alle Warnlings unterdrücken wie ihm. Also nicht, dass er das machen würde. Und außerdem finden wir das ja gut. Wir sind ja böse. Wir finden Unterdrückung ja gut. Also wenn andere unterdrückt werden. Das ist ja so das konservative Ding. Ist egal. Also wir finden, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt. Sollen wir uns mal einschränken. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich werde meine Gedanken zu dem Spiel wie üblich nochmal in einem separaten Video zusammenfassen. Für den Gameplay-Teil dieses Let's Plays soll es das also gewesen sein. Wir können hier noch irgendwas machen? Nee, wir müssen... Okay, wir könnten jetzt theoretisch noch weiterspielen. Ich meine, wir können jetzt noch... nur mal für Spaß können wir noch aufsteigen. Level 21, Level 22, Level 23, Level 24, Level 18, Level 19, 22, 23. Oh! Okay. Sinn hat nicht genug Geld. Trade Sinn Gold. Also Sinn und Rosalka. Okay, sehr schön. Ja, also wir sind jetzt ziemlich hochlevelig. Wir können unsere Charaktere ins nächste Spiel übernehmen, weil ich meine, technisch gesehen treten wir ja durch die Gates to Another World. Es ist übrigens nicht so, dass wenn wir das Spiel auch installiert haben, dass man dann ins nächste Spiel übergeht. Also das haben sie, diesen Unsinn haben sie erst mit Mad Magic 4 und 5 gemacht. Wir müssen also tatsächlich das Spiel kaufen, installieren und das ist ein separates Spiel. Also man geht nicht von einem Spiel ins nächste oder so. Wir könnten die theoretisch übernehmen, weil wir gehen jetzt ja quasi in diese andere Welt. Und haben da diesen komischen Data Collector getroffen und uns ist es überhaupt nicht blümerant geworden dabei. Das ist wieder dieser nette Science-Fiction-Aspekt von Might Magic. Aber was soll ich jetzt noch quatschen? Ich habe ja gesagt, dass ich meine Gedanken nochmal in ein separates Video packe. Ich bleibe dabei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. das war alles sehr nett. Wir haben auch, ich denke, den größten Teil der Welt erkundet. Ich glaube, das meiste gefunden. Eigentlich sogar mehr Zeit hier verbracht, als unbedingt nötig war. Und deswegen, ja, würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt mir gewogen. Wenn ihr mögt, seht euch noch das Nachwortvideo an. Und dann ja, sehen wir uns vielleicht im Might & Magic 2. Okay, also bis dahin. Tschüss.